Ja, meine Freunde, was geht? Euer Gaming LP am Start heute mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hatte gerade eine geniale Idee. Naja, in meinen Augen klingt sie genial. Ob sie für euch genial ist, weiß ich nicht. Und zwar möchte ich in Minecraft aus einer Flatland Map eine Großstadt bauen aus mehreren Gebäuden, Läden und was weiß ich. Ich möchte auch Gebirge mit einbeziehen. Selber gebaut und ja, ich würde sagen, wir fangen damit jetzt einfach mal an. Nach dem Intro geht's los. Lasst doch gerne auch einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und aktiviert auch dann gerne die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, angekommen im Spiel, Minecraft, es müsste halt jedem Begriff sein, also das Spiel ist halt so fucking alt, also wer das nicht kennt, weiß ich nicht, der ist auf den Kopf gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, wir nehmen uns hier mal hellgrauen Beton direkt zum Anfang und bauen uns schon mal eine kleine süße Anfangsstraße in dem Sinne. Ich würde sagen, wir machen die insgesamt 7 breit. Also so, dass wir halt 3 für die Fahrspur haben. So, zack, zack. So, und hier kommt dann halt Weiß rein. Wo ist denn jetzt der Weiße? Boah, ich kriege einen Kostkampf. Das kann ich ja schon wieder leiden hier. Nee, komm, leck mich. Beton. Weißer Beton. So, weißer Beton. Dass wir das dann praktisch immer so basteln hier. So, das ist dann praktisch so die Hauptstraße. Und da gehen dann immer so kleine einspurige Fahrbahnen ab. Zu Gebäuden oder ähnlichem. Beziehungsweise auch, klar, meinetwegen auch mal eine zweispurige Fahrbahn ab. Aber vorrangig halt nur einspurig. Und die ist dann halt meinetwegen mit einem komplett weißen Rahmen so gekennzeichnet. So, dann kann man hier praktisch auch schon mal anfangen, ein kleines Gebäude zu basteln und das werden wir jetzt einfach mal tun. Wir werden als Grundrohstoffe nutzen, beiden Sachen packe ich mir mal nach hier hinten, die bleiben immer da. Als Grundmaterial werde ich nutzen, das ist eine sehr gute Frage, was nutze ich da? Ich sehe gar nicht mehr durch, nehmen wir jetzt immer richtig schön. Wo ist denn... Medusa, Medusa. Wir werden... Ah, es wird ein gelbes Haus. Auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. So. Wir machen hier mal den Grundbau für eine Garage direkt hin. So. Das wird dann, oder, ja, nee, ich habe eine andere Idee, das wird was anderes. Obwohl, nee, das wird ein Haus. Für das andere, was ich gerade im Kopf hatte, habe ich schon zu klein angefangen. Obwohl, na, mal gucken. Das kann ich noch nicht so genau sagen.
Boom. So. Gefällt mir absolut nicht. So, dann haben wir hier praktisch eine Art Bürogebäude, Büroraum. So, aber das ist auch zu eng für ein Büro eigentlich. Die Wand muss hier nachher noch ein Stück nach hinten auf jeden Fall. Na komm. So. Hallo, jetzt meine Fresse. So. So. Okay, das sieht schon eher nach einem Büroraum aus. Fällt mir auch schon eher. Und hier kommt dann praktisch eine Werkstatt hin mit Glasdach. Und dann passt das. Dann sollten wir hier aber nochmal eine Abfahrt basteln praktisch. So. Für den Parkplatz oder so, der hier dann vielleicht hinkommen könnte. So. Das Ding ist, ich werde wahrscheinlich noch Unterstützung besorgen, sprich, ich werde das Projekt nicht alleine durchführen. Ich werde das Ganze nämlich auf einen Server einfügen. Und dann praktisch mit Unterstützung meine Stadt bauen. Weil die Stadt dann ist ja dann nicht mehr nur meine Stadt, sondern in dem Fall dann unsere. Ja. Habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Das wollte ich eigentlich letztes Jahr, glaube ich, schon mal machen. Hatte dann aber nicht mehr wirklich Lust. Und ja, jetzt auf jeden Fall bin ich wieder da. So, auf jeden Fall.
gefällt mir das ja erstmal nicht ganz. Einfach so den kompletten Boden rausreißen hier. Das habe ich damals schon gehasst, auch zu PlayStation 3 Zeiten und so. Einfach den Boden, das ist, ich meine, ja, da muss ja auch vernünftig aussehen so, aber oh, das ist so viel Arbeit immer. Habe ich immer schon, das weiß ich nicht, mache ich nie. Aber gut, kann man nicht ändern. Was muss, das muss, ne? So, hier werde ich was anderes nehmen. Da werde ich weiß nehmen, höchstwahrscheinlich. So. So. Hier setze ich jetzt einfach nochmal weiß rein, damit man dann weiß, so, ja, gut, hier ist ein Cut. Und ja. Hier kommt man, hier kommt zum Kundeneingang hin. Da werden wir auch gleich mal was hinsetzen zur Dekoration. Ein schönes Eichenholzschild hier, so da. ADAC. Kundendienst. So. Wo bist du? Obwohl, die kann durch noch eine Stunde früher aufmachen, so fertig. Adiaku, Adiaki, ja, okay. Läuft. So. Hier kommt auf jeden Fall demnächst dann Licht rein. Hier, wir können ja so eine Stäbe erstmal hier irgendwie so vorsetzen. Und hier in die Ecke meinetwegen auch, damit wir dann ein bisschen ausleuchten. So. Ich würde sagen, ich markiere jetzt nochmal schnell den Parkplatz, wie ich den haben möchte. Und zwar wird er einen Ticken größer. Also, er wird jetzt nicht gigantisch, aber schon größer halt. Auch getroffen. So, und hier kommt dann halt zu der Parkplatz hin. Dann müsste das eigentlich passen. Und die Größe reicht halt. Es wird sonst wieder zu groß, weil ich habe ja jetzt schon fast die Fläche von meiner Werkstatt. So. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, wie viel Videomaterial wir jetzt haben.
Ich würde aber sagen, das war's zum Anfang. Ich habe euch meine Grundidee erzählt und ja, hoffe, ihr habt Bock drauf und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Gaming-RP. Ciao, ciao.